Moin Leute und herzlich willkommen zu dem letzten Video dieses Jahr. Erstmal werde ich hier die ganzen Kisten aufmachen. Und ja, morgen ist ja schon 2018. Und ich finde es übertrieben krass von euch, dass ich die 33 Abos in einer Woche geschafft habe. Ich hoffe, das geht im Jahr 2018 genauso weiter. Oh, eine Gratiskarte. Und ich wollte mich nochmal bedanken bei allen, die mich abonniert haben. Ihr seid echt die beste Community. So. Und hier nochmal spenden. Die ganzen Epics raus. Und die. Wen brauche ich denn? Ach, hier mal den Prinz voll machen. Den nutze ich in letzter Zeit öfter. Und die Turniertruhe. Mal schauen. Ich bin Platz 3 geworden. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Ja, ich war Platz 3, das ist schön. Finde ich echt nice. Ich werde jetzt noch einen Kampf machen und ja, ich werde zwei Kämpfe machen. Ich werde mal schauen, wie viel Zeit ein Kampf braucht und dann werde ich entscheiden, wie viele Kämpfe ich mache. Das Video sollte heute nämlich eigentlich nicht so lang werden. Okay. Gegen einen Level 9er. Nightwish. Nightwish. Nachtwunsch. Auf jeden Fall, schöner Name. Aber was du dir in der Nacht wünschst, wollen wir ja besser nicht wissen. Ah, die Skelettode schon wieder. Ja. Komm, zerstöre. Nice. Ha. Fail. Alter, sind das viele Kobolde. Aber die sind jetzt weg. Das sieht doch gut aus, Leute. Ja, Kobolde hat er schon zwei Hütten. Golem. Ja, und dahinter die Musketierin, das sollte passen. Nice. Oh nö, oder? Uah. Ich hasse es. Oder ich hasse die Viecher. 248 Leben hat der Turm noch. Ich will den jetzt haben. Koste es, was es wolle. Okay, das Kampfholz noch ein paar Mal drauf und dann wäre das auch schon Geschichte gewesen, der Turm. Ja, egal. Aber er spammt die ganze Zeit Kobolde. Das nervt schon etwas. Sorry, Leute. Ja. Und jetzt nochmal das Golem. Ja, das war mir klar, deswegen habe ich das Kampfholz hier noch. Jetzt kann er nichts mehr machen, jetzt hat er verloren. Und ja, das war doch ein nicer Kampf. Die 30 Sekunden werde ich jetzt noch deffen. Dann sollte das auch schon reichen. Das sind schon wieder Haufen Kobolde. Sowas ist echt nervig, diese Kobolde. Hüttenspieler hasse ich auch. Ist genauso wie X-Bogen und Minenwerfer-Spieler, die kann ich nicht wirklich leiden. X-Bogen ist zwar an sich eine gute Karte, aber die ist ein bisschen assi. Du kannst sie halt nicht verteidigen richtig. Außer mit Lufttruppen. Aber wenn der Gegner dann defft, ist das auch. Naja, Assi, da kannst du nichts mehr machen. So, also, ich würde sagen, einen Kampf machen wir noch. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Heute Abend wird bei keinem Livestream kommen. Aber Montag kommt wieder ein Livestream. Und ja, Montagabend. Ich werde noch ein Video dafür machen zum Ankündigen. Dass ihr das dann auch alle wisst.
Und den nicht verpasst. Das wäre ja echt schade. Okay. Aber das Kampf war zu weit vorne. Das war jetzt dämlich gesetzt. Ja. Erstmal auf meinen Golem warten. Dass der immer die Prinzessin spielt, die hasse ich. Du kannst sie halt auch nicht abwehren mit kleinen Truppen. Du musst immer irgendwas Großes setzen gegen die Prinzessin, wenn die noch nicht angekommen ist. Aber sonst macht die ja auch einmal Schaden, wenn du die nicht davor abwehrst. Und da ist schon wieder der Ritter. Den werde ich mit dem Prinz besiegen. Aber der ist auch nicht besser als ich. Also müssen wir da mal keine Sorgen machen. Weg mit dir. Nice, passt. Lumberjack. Und jetzt durch hier. Los, Wasche. Nice. Nice. Der Turm hat echt Schaden bekommen. Ja, passt alles. Passt, passt. Ach nö, oder? Hier muss ein Kampf verzeihen, sonst verliere ich. Okay. Jetzt noch die 57 Sekunden den Turm einnehmen. Und. Ach nö, Lumberjack. Verpiss dich. Das ist dein Ernst. Der wird jetzt so viel Damage machen. Nein, verpisst euch. Scheiße, ey. Auf der einen Seite haben wir das Golem aber und das hat richtig schön rasiert. Der Tower ist down. Ja, ich werde hier dahinter noch ein bisschen pushen, hinterm Golem. Ich werde so mal versuchen, auf die drei Winds zu gehen. Also auf die drei Kronen. Auf die drei Winds ist unmöglich mit zwei Kämpfen. Ja, passt. Er denkt, er wird noch gewinnen. Es interessiert mich aber so wenig. Ich werde nochmal einen Golem durchpushen lassen. Ich hoffe, dann wird das was. Ja, hier noch die kleinen. Er spielt ziemlich gut. Er ist aber auch nur noch am Deffen. Und ich muss noch einmal das Golem durchpushen. Noch ein einziges Mal. Komm, Golem, wir schaffen das. Lumberjack kommt auf die Seite. Das ist gut. Golem, geh! Zerstören! Ja, zerstört das Golem. Nice! Three Quants. Viel Glück, gutes Spiel, nicht schlecht. Auf jeden Fall. In der letzten Sekunde. Das freut mich. So, da hätten wir auch fast die Kronentruhe Level 5. Wie viel habe ich geholt? 28, die 40 schaffe ich auch noch. Ist kein Problem für mich. Ja, also, dann wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns Montag wieder. Also, ciao Leute und viel Spaß beim Feiern.